liebe Mitstreiter, wir freuen uns, dass Sie so zahlreich zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Oh, Herr Zetsche, Überraschung, was machen Sie hier? Guten Tag, Herr Nies. Oh, Ihr Stern scheint gerade nicht so sehr zu leuchten, oder? Was? Wir ordnen das derzeit nur unter der Rubrik kleine Konjunkturdelle ein. Gut. Sie haben mal gesagt, dass unsere Autos den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und nicht manipuliert sind. Was haben Sie gelogen? Ich lüge nie. Allerdings müssen wir eingestehen, dass es teilweise massive Wahrheitsbeugungen gegeben hat. So nennt man das jetzt, massive Wahrheitsbeugungen. Sehr gut. Jetzt habe ich aber doch eine Frage. Sie müssen 600.000 Autos zurückrufen. Kommt das? Das hat mit der Dieselproblematik überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich um ganz normale Software-Updates, die routinemäßig durchgeführt werden müssen in diesem Stadium. Software-Updates? Also ich habe immer gehört, das Beste oder nichts. Und jetzt müssen Sie Software-Updates machen bei Daimler. Eine große Daimler. Ja, wissen Sie, Herr Nies, wir haben Motoren, die bedürfen bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius einer besonderen Zuwendung. Da müssen wir dann entsprechende Einstellungen vornehmen. Ach so, Sie müssen die Motoren schützen. Und wie ist es mit der Gesundheit der Bürger? Zum Beispiel Lunge, Gehirn und Herz müssen die auch geschützt werden? Wir sind Autobauer, wir kümmern uns um Fahrzeuge, wir kümmern uns um Motoren, wir kümmern uns um die Kapitalgeber. Was sollen wir noch alles tun, worum sollen wir uns noch kümmern? Ach so, die Luft gehört allen, aber die Automobilindustrie bestimmt den Giftgehalt. Also das ist ja wirklich anwendig. Unverschämt. Ich habe jetzt genug gehört. Kommen Sie mit, ich bin hier von da. Umweltpolizei, es ist genug. Ja. Oh, das hätte ich jetzt wirklich gesehen. Frau Merkel. Haben Sie sich verirrt? Ja, ich bin wohl ja, wahrscheinlich sind Sie etwas verwirrt, wenn man Herrn Seehofer und Herrn Scheuer und andere bescheuerte Menschen in der Koalition hat, ist man wahrscheinlich schon etwas verwirrt. Sie waren doch mal die Klimakanzlerin und haben versprochen, 40% weniger Treibhausgase bis, da können Sie ruhig Ihre Raute machen, 40% weniger Treibhausgase bis 2020, wir sind bei 27%. Alle Wissenschaftler sagen es. Das schaffen Sie nie. Wir schaffen das. Das Klima ist sicher. Marktkonform ist es auch. Sehr gut. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Verkehrsbereich, wenn wir an den gehen, der sollte auch zurückgehen, die Emissionen im Verkehrsbereich. Jetzt gehen Sie hoch, der einzige Sektor. Was sagen Sie dazu? Ja, wir gemeinsam mit der Industrie machen wir das. Wir schaffen das. Sehr gut, man sieht nicht ganz so viel. Jetzt aber doch noch eine Frage. Diesel, das betrifft uns hier natürlich, die Dieselfahrer in Stuttgart, jetzt sollen die plötzlich nicht mehr fahren können. Was sagen Sie dazu? Ja, wir machen es verhältnismäßig. Wir packen die Gesetze an. Ach, die Gesetze müssen jetzt angepasst. Also die Autos müssen nicht, sondern die da Gesetze kommen. Ich ja mal wieder eingreifen. Das geht überhaupt nicht. Sie bekommen eine Abmahnung. Frau Merkel.